Gerade in Krisenzeiten ist ein Europa, das einander hilft, besser als nationale Alleingänge und eine Rückkehr zu Schlagbäumen an den Grenzen. Wir müssen aufpassen, dass die Krise nicht genutzt wird, um Überwachungs- und Kontrollpläne aus der Schublade zu holen, die unsere Freiheit dann dauerhaft einschränken. Zum Europatag 2020 plädiere ich deshalb noch einmal für einen Kontinent ohne Massenüberwachung und eine Gesellschaft, die Sicherheit gewährleistet und gleichzeitig unsere Grundrechte wahrt, damit jeder Mensch auf seine Weise glücklich werden kann.